Im Folgenden geben wir ein Beispiel für Eignungsdiagnostik. Es handelt sich hier darum, dass eine große Firma an mich herangetreten ist und sagt, wir haben hier eine Menge Bewerber, Bewerberinnen für eine Stelle für Auszubildende im IT-Bereich. Und bitte gucken Sie sich die Bewerberinnen und Bewerber an, an denen wir jetzt interessiert sind. Und im Folgenden erleben wir den Auftritt der Frau Suka, die ist 20 Jahre alt. Ich unterhalte mich jetzt mit ihr und ich schlage vor, dass Sie erst einmal das ganze Gespräch vorurteilsfrei und gelassen sich angucken. Und dann gehen wir das nochmal durch und dann gebe ich, wo es erforderlich ist, bestimmte Kommentare, warum ich diese Frage so gestellt habe oder auch, wie Frau Suka reagiert hat. Wie ist denn Ihre familiäre Einbindung, also Ihr hinsichtlich Ihrer Herkunftsfamilie, so Mutter und Vater oder Geschwister, falls vorhanden, oder so, haben Sie dann enge Beziehungen oder sind Sie froh, dass Sie jetzt doch diese Umgebung verlassen, auf eigene Beinen stehen, oder sind Sie gerne trotz 20 Jahre zu Hause gebunden? Wie ist das? Ich finde es schön, endlich mal rauszukommen. Also, dass ich jetzt endlich mal erwachsen sein kann und alleine sein kann und dass ich jetzt mich auf mich konzentrieren kann. Und ja, ich habe noch zwei Geschwister und mein Papa. So. Und kommen Sie mit dem Papa gut aus? Ja. Ja? Also, ich erzähle jetzt, also schon, wir kommen schon miteinander klar. Also ich erzähle jetzt ihm jetzt nicht alles oder er weiß jetzt nicht alles über mich, aber der ist da und wenn ich was brauche, dann weiß ich, dass ich ihn anrufen kann. Und ja. Also diese Konflikte jetzt so in der Klasse, als das war, konnten Sie mit Ihrem Vater darüber reden? Nee, also mit meinem Vater habe ich nicht über sowas geredet. Nee. Nee? Warum nicht? Man, das kann sich doch kann die Täuschung rauslassen. So. Na, warum nicht? Weil ich habe das Gefühl, dass das für ihn so, dass es keine Probleme sind, also keine richtigen Probleme. Das ist nur so, worüber machst du dir Kopf? Ach so. Ja, war nicht so sein Ding, da so über die. Nee. Ah ja. Und Ihre Mutter haben Sie nicht erwähnt? Nee. Nee. Die haben Sie kein gutes Verhältnis dazu, oder? Nee. Nein? Gut. Wollen wir auch nicht weiter drüber reden. Also, das ist sehr auffällig. Erst einmal hat sie zu ihrem Vater ein gutes, aber kein so enges Verhältnis. Das klingt gut. Sie sagt, ich will endlich auf eigenen Beinen stehen. Aber als ich nach der Mutter frage, kommt eben die Meldung, darüber möchte ich nicht reden. Das ist ungewöhnlich. Könnte man eine konventionelle Floskel loslassen? Das ist schon deutlich. Da würde ich vermuten, da steckt sehr viel mehr dahinter. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man dringend weitergehen soll und nicht bohren, es sei denn, man würde in einer Psychotherapie sein. Das verbietet sich erstmal hier. Aber ich würde sagen, sie ist bindungsfähig, aber sie hat so eine gewisse Spannung zwischen Bindung und Autonomie. Autonomie, frei sein, auf eigene Beine zu stehen, ist wichtig und man redet auch nicht mit dem Papa, mit dem man sich gut versteht, über alles und jedes. Der würde auch nichts dazu sagen. Das ist positiv, aber die Sache mit der Mutter würde jetzt, wenn es angebracht wäre, würde man vertiefen müssen, aber nicht in diesem Eignungskontext. Ihre Freizeit, was machen Sie da am liebsten? Ich lese, ich höre Musik. Was für Musik? Klassisch. Klassisch? Ja. Und was ist Ihr Lieblingskomponist oder Komponistin? Gibt ja wenige. Vivaldi. Vivaldi? Ja.
der sehr viel geschrieben hat, aber auch viel schöne Musik. Ja? Genau. Das Vivaldi. Ist, ja. Wie kommen Sie dazu Vivaldi gekommen? Meine Tante hat das ganz oft gehört in unserer Kindheit und ich bin irgendwie damit so aufgewachsen und das hat mich immer beruhigt. Und dann habe ich super gerne Vivaldi gehört. Eigentlich egal wann, also so, wenn ich traurig war oder auch Inspiration gebraucht habe oder einfach um zu entspannen, habe ich das einfach angemacht und das ist für mich dann pure Entspannung. Spielen Sie denn selbst ein Instrument? Ja, ich habe Geige gespielt, jetzt nicht mehr, aber... Hat viele Violinkonzerte komponiert, der Herr Vivaldi. Ja. Über 100. Hätten Sie das gerne gemacht oder kam das nie in Frage, da professioneller zu werden? Also am Anfang habe ich es geliebt, weil es mir viel Spaß gemacht hat. Und ich habe es gesehen bei meinem großen Bruder, dass er das gemacht hat und der super war. Und dann wollte ich das auch unbedingt. Und dann habe ich damit angefangen. Und am Anfang hat es Spaß gemacht, aber irgendwann lag es wieder an meine Lehrerin, wurde es so zu einer Pflicht. Das heißt, ich bin nicht mehr mit so einem Glücksgefühl dahingegangen, sondern eher so, oh Gott, habe ich jetzt genug geübt? Bin ich jetzt gut genug? Und wenn ich mal dann Fehler gemacht habe, war sie dann total streng und hat ganz doll meine Finger gedrückt. Und dann war das irgendwann, dass ich mich auch nicht getraut habe, meinem Vater zu sagen, dass ich aufhören möchte. Weil er ja wollte, dass ich das ja natürlich durchziehe. Aber irgendwann ging es auch nicht mehr. Da habe ich gemerkt, das geht nicht. Und dann habe ich damit aufgehört. Aber ich liebe es trotzdem, wenn andere... Trotzdem, es gibt auch Leute, die ziehen das durch. Da mag die Violinlehrerin sein, wie sie will. Die war das bei dem Bruder ganz anders? Hat er den guten Lehrer, gute Lehrerin? Oder war er derjenige, der das durchzieht? Ja, der hat es einfach durchgezogen, aber der hatte auch so eine Gabe dafür. Die Lehrerin hat gesagt, dass er damit geboren wurde und dass er, ja, dass seine Hände dafür gemacht sind. Mag ja sein. Ja. Also für Sie ist wichtig, dass die Person, bei der Sie lernen, auch, dass Sie sich mit der gut verstehen, ist das wichtig? Ja, es ist schon wichtig, dass ich mich mit der Person gut verstehe, aber ich glaube, das ist nicht das Wichtigste. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich auch das Gefühl habe, dass es auch wirklich Spaß macht. Also, dass es für die Person Spaß macht und für mich auch Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Aber Spaß gemacht hat der Vivaldi doch oder das Geigenspiel am Anfang. Warum ist das verloren gegangen? Wegen der Lehrerin oder weil ihr Spaß auch erlosch? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, vielleicht, weil ich irgendwann keinen Spaß hatte und dann... Aber ich hatte ja auch keinen Spaß, weil ich weiß es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr sagen. Also das ist eine wichtige Frage. Zieht sie was durch? Aus Pflichtbewusstsein, der Vater will das, der große Bruder macht das. Oder sucht sie die Motivation durch andere, die es da nicht gibt? Oder kann sie sich hinreichend selbst motivieren? Und da ist es ambivalent. Also der Spaß muss sein und da ist eine gewisse Gefahr, dass sie den Spaß voraussetzt. Eine gewissenhafte Person würde anders antworten als eine, die auch den Spaß dabei haben will. Und nicht nur, weil man das von ihr verlangt. Das würde man eher so unter bemerkenswert kritische Punkte einordnen. Was ist das, was Sie motiviert?
jetzt, wo Sie in ein eventuell neues Leben eintreten, haben Sie doch irgendwelche Lebensziele, so ungenau die noch sein mögen? Was ist sozusagen das, was wem Sie zustreben? Was ist Ihr Wunsch? Also nicht furchtbar romantisch, sondern einfach so realisierbarer Wunsch, aber doch Leben.